ist der? Ich würde jetzt vermuten im Keller. Ach nee, da! Bin ich da schon drin gewesen? Ja, vorher im Bad bin ich gewesen. Oh, das ist ja nicht der Wäscheraum. Wartet mal. Die Amis haben doch immer diese Dinger, wo du... Diese Schächte, wo du Zeug runterwerfen kannst durch die Klappe. Aber die scheinbar nicht. Gehen wir mal runter in den Keller. Ah, das ist der Wäscheraum. Ach, da oben. Das haben wir ganz übersehen. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Looks like I got everything. Better pack it all up. Okay. Auf geht's. Auf zur Party. Ja, zumindest erstmal packen für die Party. Ich glaube, er will sich bestimmt noch frisch machen, oder? Geht er einfach so. Er ist jetzt nicht sehr partymäßig gekleidet. Chips und Limo. Ich hoffe, damit kommen wir an, meine Final, Ladies. Ready to go. Time to Skype Layla on my laptop. Aber wie gesagt, ich werde hier nicht Bier klauen von meinem Vater, sag ich jetzt mal. Wo ich gar noch nicht mal 21 bin und hier rumlaufen darf und mir nur Ärger mache. Nein, 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 sowas machen wir nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht das Vertrauen meiner Familie missbrauchen. Oh, lower boy. Just give me a minute. Gee, where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so... We're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else... Ooh la la. Okay, habe ich schon eingepackt. Keine Sorge. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Play it cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. So what? I don't have any game. These are uncharted territories for me. You're super cute. Just be yourself. That's why she's into Sean. You. Sean! I'm done, look! I made zombie blood. It's, corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Layla. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just the... Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, but... I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But I want to see zombie blood if you don't. Sorry, sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Let me see that drawing. This might be my masterpiece. Well, yeah. It's my portrait. Lava-Lampe, leck mich am Arsch. Das ist so richtig oldschool. What? On her wall. Okay. Ich glaube, ich muss es checken. Oh nein, er läuft da. Ich muss rausziehen. Er sah so traurig aus. Whoa. Her hair. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Huh. You will see. Verstehe ich nicht. Das ist ein bisschen peinlich, der Sohn. Herz runter zu machen. Hey,
Come on. It's just a heart. I like your hair, okay? No big deal. Sure. Was ist da los draußen? Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look! I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Wähle mit L eine Option. Daniel beschuldigen, Brett konfrontieren. Ja, ich meine, ein bisschen, er hat schon irgendwie recht. Also wieso läuft der scheiß Bruder darüber und bespritzt ihn mit Blut? Wie kann das passieren aus einem Unfall? Also, aber andererseits weiß ich ja gar nicht, was passiert ist. Vielleicht hat er ja gesagt, zeig mal her, und dabei ist irgendwas passiert. Keine Ahnung, ich weiß es ja nicht. Deswegen, ich will jetzt ihn nicht direkt beschuldigen, ohne zu wissen, was Sache ist. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh, you wanna go? Oh, yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Whoa. Okay. Sean, you hit him. Get inside now. Sean! You're dead meat, bitch. Bam, Junge. Auf die Fresse. Your whole fucking family are going to jail. Losers. Oof. What's going on? Me. Daniel, get over here. Sean, is he hurt? Okay. Okay, step away. Now. Calm down, officer. Shut up. And step back. Der will ja gerade seine Waffe ziehen. On the ground. Now. Hey, wait. Wieso zieht er jetzt seine Waffe? Beating up my little brother. Now. Hands behind your head. Sean. This is fucking bullshit. Oh no. Sean, what's Get happening? On the ground, sir. Dad, we didn't do anything. Sean, be quiet. I swear. Officer, Dad. Listen. Oh, I'm sorry, Dad. Jetzt geht er ab. Be quiet. Der Prinzess ist komplett überfordert. Good kids, officer. Don't move. I'm sure they didn't do I anything. I said don't move. Stop we didn't Daniel, do anything. It's gonna be all right. On the ground. Wow, was für ein Arschloch. Ach, das ist die Szene vom Start, vom Anfang des Spiels. Was für ein krasser Scheiß, ey. Es ist immer das gleiche in Life is Strange. Es kann nicht einfach mal alles gut sein. Nicht mal für die erste Stunde, nein. Life is Strange 2 ist ein Spiel, in dem der Schwerpunkt auf Spielentscheidungen liegt. Spielentscheidungen. Die Folgen all deiner Tatenentscheidungen wirken sich auf die Welt um dich herum und deinen Bruder aus. Wähle mit Bedacht. Das allerdings gerade, glaube ich, war keine Entscheidung, die wir
war eine Entscheidung, die wir treffen konnten, aber ich glaube nicht, dass alles hätte zu diesem Ergebnis geführt. Alles andere würde keinen Sinn machen. Zwei Tage später. Ja, mit der Party war es wohl nichts mehr an diesem Abend, gehe ich mal von aus. Alter, was für ein Scheiß, ey. Aber wieso schießt dieser Polizist denn bitte auch auf den Vater? Da ist überhaupt nichts passiert. Der Polizist war komplett überfordert. Wieso fährt so ein Polizist alleine da durch die Gegend? Ich verstehe aber ehrlich gesagt auch den Vater nicht, der dann da, ich meine, okay, wenn der Polizist gerade auf die Kinder zielt, mit seiner Waffe, komplett übertrieben, ey. Ich muss ja nicht auf einen 16-Jährigen und einen 9-Jährigen mit der Waffe zielen, die noch nicht mal irgendwie aggressiv wirken. No, man. We can't stop here. We gotta keep going. No pouting, okay? Come on. But... My feet really hurt. These shoes suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just knock it off. I hate it when you act like this. This is how people camp in the woods. It's not like being at home or in your room. This is a real adventure, right? So, come on. Let's hit the trail. Seriously. Where's Dad? Daniel, come on. We gotta go. Why isn't Dad with us, Sean? Doesn't he want to go camping too? Yes. Dad gesagt, wir gehen zelten, I told oder you was? That. He can't. I told you. Okay? Okay. But I'm so sick of walking. I just wish I was back in my room. I know. Hey, at least we don't have to go to school on Monday, right? Yeah. Look, everybody's gonna be so stoked when they find out how far you walked. Really? Really? I bet Dad would be too. Do you think we walked, like, maybe 100 miles? Probably 200. Feels like it. Ooh, awesome possum. But next time, Dad better get me a good pair of shoes, like yours. Dude, a Bigfoot doesn't need good shoes. I'd rather be a wolf. Ow! We could be wolves. Yeah. Yeah, that works. Just work on that how. Hey, you know what? Let's see if you can walk the whole way without complaining once, huh? Like, you don't whine too? I don't whine. I tag your ass and run. You're it. No way. Not fair. Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Blah! Wow, was für ein krasser Scheiß, ey. Die beiden sind jetzt wirklich in die Wildnis rausgezogen und von der Stelle da geflüchtet. Episode 1, Rhodes. Ah, was für ein harter Tobak. Aber auch er wieder scheint Superkräfte zu haben, genau wie Max im ersten Teil, die ja die Zeit zurückspulen konnte. Scheint eher so eine Art, ja, so eine Schockwelle machen zu können, wenn er Angst hat. Nicht, dass er nachher den Sturm ausgelöst hat. Ah, na, warte mal, das spielt in Seattle. In Seattle, dahin ist Max ja gezogen. Das Spiel spielt ja in Arcadia Bay. Thank you.
Ja, wir können auf jeden Fall sicher sein, auch dieses Life is Strange wird wieder eine packende Geschichte liefern. Nach dem, was wir jetzt gesehen haben, geht es ja direkt von Anfang an richtig krass los. Direkt mit dem Tod des Vaters. Unsere Mutter ist ja scheinbar schon gestorben vorher. Ich glaube jetzt nicht, dass sie weggelaufen ist oder sowas. Und es... Ich habe mir sowas schon fast gedacht irgendwie, weil... Irgendwie war alles viel zu gut. Also, der Vater ist cool und die Familie kommt echt gut zurecht und... Klar, sie hatten so ein bisschen finanzielle Sorgen wahrscheinlich, also finanzielle Sorgen vielleicht nicht, weil die Rechnungen, die wir gefunden hatten, die waren ja an den Kunden und nicht an uns. Aber sie haben jetzt auch nicht in Wohlstand gelebt, was man ja auch gesehen hat. Er war ja voll erstaunt, dass er $40 bekommen hat von seinem Vater. Stop. You know what? You're not allowed to say that ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. Nisqually River Viewpoint. There's nobody out here. We didn't even see any cars. We're gonna camp here. I'll look out for you. Okay, hier will er übernachten. Ich wundere mich sowieso, warum die beiden hier so an der Straße entlang laufen. Und ich verstehe echt nicht, warum er nicht Lila einweiht. Da haben wir wenigstens einen, der uns helfen kann. Oh, look. Er hat doch sein Handy bestimmt mit, oder? Selbst wenn nicht, ich hätte irgendwie versucht, Kontakt aufzunehmen. Man, it's so dirty. Car out here? Hope the driver isn't around watching us. I see something. What? What do you find? Check it out. There's a chunky chocolate crisp bar on the dashboard. Yeah, I see it. You know I love chocolate crisp bars. I haven't had one in a million years. Seit drei Tagen, um genau zu sein. More like 2 days ago. Come on. Can we please, please? Please get one when we stop next, please. Hier wird jemand in der Nähe sein. Ich will das nicht riskieren, dass wir hier komm. I promise. Wir klauen jetzt nicht yeah! den roten Schokoriegel. And you can wash it down with a frosty root beer later, okay? But I'm starving. Just don't eat me. Ich will mich erstmal umschauen. Können wir das jetzt noch klauen? Nein, ne? Kinda creepy, there's only one car around. Mit dem Kleinen voll niedlich. Ja, der Kleine ist echt cool. Also ich finde beide echt cool. Oh, also. Man. I'm so hungry for Choco Crisps now. Oh, hör auf mit deinem Choco Crisp. Plenty at the net store. Geh mal lieber arbeiten. Wir haben kein Geld für sowas. Welcome to Nowhere, Washington. Yay. Wo sind wir? Da oben links, okay. Wenn wir den Weg reinlaufen, da ist eine Bank mit, ja, wo man wahrscheinlich picknicken kann und sowas. Da gibt es einen Fluss in der Nähe. Und Tiere. Okay, wir sprechen wieder mal mit Daniel. Now we can see where we are. Cool. There's a river nearby. A river? Are we gonna go swimming? No. Duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Der Kleine ist echt aufgeweckt. There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Should be fine. Ein Erdrutsch. I don't know, I guess they missed that car. What if the owners come after us? And they're hunters. You're too little to hunt. We're cool. Ich hoffe nur, der Kleine... Okay, der Kleine weiß ja gar nicht, dass der Vater tot ist. Ich hoffe nur, dass er ihm auch keine Vorwürfe macht, dass
Ja, ich meine, der Kleine ist es natürlich nicht schuld, aber wenn der Kleine den anderen nicht mit seinem Kunstblut vollgespritzt hätte, wäre es nie zu dieser ganzen Situation gekommen und alles wäre doch super. Daniel, das ist schon echt eine scheiß Situation. Manchmal sind das echt so Kleinigkeiten im Leben, die dann auf einmal alles kaputt machen. Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze. And people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome! Let's follow it. If only Dad was here. Stop thinking about how. No reception in this shithole. Verlaufen werden wir uns, glaube ich, nicht. Like anybody's gonna pay in the middle of nowhere. Bedienungsautomat. Bitte unterstützen Sie am Park. Mhm. Ist aber umständlich. Wieso kann man nicht einfach das Geld so einwerfen in den Kasten? Damn. This is gonna be a bitch. Fuck it. Sean? What are you doing? Just taking a little peek inside. But are we allowed to? It's a box in the middle of the woods. Nobody cares. Stimmt nichts drin, oder? Dachte ich mir. Shit. Don't worry. Dachte ich mir. It's empty. Of course. Oh nein, ein Waschbär. Screw this. Like I needed to see that. I told Daniel not to walk here, so I should probably do the same. It's too quiet. Ist hier noch irgendwas zu sehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Jeez. I can't walk anymore, Sean. Dreht automatisch um. Please don't make me. I won't. Okay, wir ruhen uns aus. Kann ich irgendwie sprinten? Of course. Come on. Ja, jetzt geht's. Let's go back in camp. We'll head up tomorrow. Come on, Daniel. The sun is going down. Pretty deep, Picasso. You plus me gleich my dick. Und dein Herz. Okay. Ja, romantisch. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? Wir haben seit 2 Tagen nicht geschissen. You gotta go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Pissen, ja. Okay. You'll have to go on your own later. Stop treating me like a baby. Darf man eigentlich auch nicht, aber mein Gott, hier im Wald würde es wohl keinen interessieren, oder? Great. He's gonna wake me up in the middle of the night to take a shit. Ja, ist wirklich so. Hygiene, weißt du, den hätten wir erstmal lesen sollen. People don't even read the signs. Dieses Toilette ist keine Jauchegrube. Werfen Sie keinen Müllflaschen, Tabak oder Windel hinein. Bitte respektieren Sie den Park und lassen Sie alles sauber. Vielen Dank. Do you think he's worried about us? Worried? No. He knows how tough we are. Sean? Oh. Look how big these trees are. That's only because they need the sun. Besides, they'll protect us from the rain. What if they don't? What if they... Mal lieber bei mir, Junge. Hier gibt's, glaube ich, Bären. Attack us. Hey, you watched Lord of the Rings with Dad like 100 times. Here's a chance to go on a real adventure. With me. So I'm like Frodo? And you're Sam? Well, I was thinking more like Aragorn. You know, brave, strong, good looking. No way, Jose. You're Sam. Sam.
and we have to find a secret cave, so we can hide from the orcs. Okay. Ja, wir sind beide Frodo. After you, Master Daniel. Dad always knew exactly where to go. What does that mean? He was a little drei. It says to go right. Whoa. Ja, da hinten ist wieder eine. That place is huge. Yeah, it's kind of cool. Will aber nichts verpassen. I don't think Daniel understands what's going on. Ich verstehe es nicht, warum er es ihm nicht sagt. I can't tell him the truth now. I just can't. Weil, er muss es ihm eh sagen, ob er es jetzt sofort macht oder... Er wird es eh nicht verstehen, auch in einer Woche nicht. Und wie lange will er warten? Er kann ja schlecht... Nee, wir essen hier auf keinen Fall irgendwelche Beeren. Oh Gott, der ist schon am Essen, oder was? Nein, nicht... warte. Hold on, I'm coming. Überprüfen. Was heißt überprüfen? Nicht, nein, nicht die Geschmacksprobe. Was macht er denn mit, was macht er denn mit überprüfen? Go ahead. Okay. Die sind echt gut, meint er? Okay, dann essen wir welche. Das sieht aus wie Brombeeren. Oh Gott, ich glaube, wir sterben. Oh Gott. Free healthy food? That's cool. Geh vorbei, ja. Game over. Picnic Area. Okay, da gehen wir gleich mal hin. Ich muss mal hier hinten umschauen. Ja, wo ist Daniel? Daniel. Hey, come here, buddy. Be right there. So ein bisschen wie bei, keine Ahnung, wie Spiel war das nochmal, wo man immer seinen Begleiter so herrufen konnte. I don't know how I still remember The Witcher. Mit dem Pferd. Oh, this one looks like a Tetris block. Das ist korrekt. Irgendwas grunzt da die ganze Zeit rechts. Das ist bestimmt ein Wildschwein oder sowas, was hier im Wald wartet. Okay, hier ging es ja rechts noch weiter, das haben wir ja gesehen. Sure. Can't find me. Oh yeah. Spielen kann ich schaden. 10 seconds to find a hiding spot and then you're toast. Turn around so I can hide and don't look. 1 2 Come on. You're cheating. No peeking. 1 Das ist nicht mehr die Frame Rate gewöhnt. Ja, tut mir leid, das ist echt scheiße, ich weiß. 3 Aber ich krieg's irgendwie nicht anders hin. 5 6 7 8 9 10 I'm coming. Okay. Wo ist er? Okay. Ich hoffe, er hat nicht irgendeinen Scheiß gebaut. Now, where could Daniel be? Hat er sich auf dem Scheißhaus versteckt? Oder er ist bei dem Schokoriegel? Oder von einem Bär gefressen? Könnte auch sein. Knowing Daniel, he shouldn't be hard to find. Was sagst du? Also ich sehe ihn nicht. Er ist nicht irgendwo hingelaufen. Wo wir noch nicht waren. Nicht, dass ihm irgendwas passiert. Yeah, this is way too far. Okay, das ist zu weit weg. Daniel's hiding back there. Sei ich auf dem Picknickplatz. Was denn? Ach komm, wir müssen schon finden.
Er macht sich schon Sorgen, aber verständlich. Shot.